In Krefeld soll der erste Surfpark Deutschlands entstehen. Das ist eine Riesenchance für unsere Stadt. Surfen ist eine Trendsportart. Es ist möglich, dass viele, viele Besucher von außerhalb nach Krefeld kommen. Das ist gut für den Tourismus, das ist gut für den Einzelhandel. Aber es ist auch eine super attraktive Anlage, die für die Krefelderinnen und Krefelder natürlich spannend ist. Es ist ein weiteres Highlight an Freizeitmöglichkeiten in Krefeld. Ich finde eine Riesenchance, die wir jetzt gemeinsam ergreifen sollen. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier im Krefelder Rathaus zu unserer Pressekonferenz. Wir hatten Ihnen in der Einladung mitgeteilt, dass Sie statt einen Vorvertrag, eine Absichtserklärung, ein Letter of Intent unterschrieben hat mit einem international tätigen Projektentwickler und es dabei um eine große Investition in den Bereich Sport und Freizeit mit überregionaler Ausstrahlungskraft. Also wir planen mit 90 Surfern im Becken, das heißt, es ist in drei Zonen auf jeder Seite unterteilt. Das heißt, die Surfer sind jeweils in Gruppen von 15 Personen. Das findet an dem normalen Arbeitstag von 8 bis 10 Uhr abends, je nach Lichtverhältnissen, statt. Eine Session dauert 55 Minuten. Es ist also sehr schön aufgeteilt, dass sich keiner ins Gehege kommt. Das sieht man aber auch schon an den Städten in Bristol und auch in Melbourne, dass das hervorragend funktioniert. Die Firma Eliakari ist ein weltweit arbeitender Investor und Projektentwickler in dem Bereich, der zusammen mit der Firma Wavegarden diese Technologie, um diese künstliche Welle zu erzeugen, baut, Anlagen aufbaut. Und die haben bei uns angefragt, ob wir uns vorstellen könnten, so etwas in Krefeld zu machen, weil sie den Standort für sehr geeignet halten. Sie wollen 25 Millionen Euro hier in Krefeld investieren. Wir haben uns das angeguckt, wir haben stadtverwaltungsseitig geprüft, ob das möglich ist, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass man das hinkriegen kann, haben jetzt in den letzten Wochen die Vorarbeiten geleistet und in den letzten Tagen den Vorvertrag unterschrieben, in dem die wesentlichen Punkte schon festgehalten sind. Kommen Sie bitte noch ein bisschen weiter runter. Ja. Genau. Ja. Vielen Dank.